Von daher, dieser Hadith, auch wenn er bekannt ist auf den Zungen der Menschen, hat keine Grundlage. Und daher findest du ihn auch nicht in den Kutub al-Sitta. Weder ist er in den Sahih Bukhari, noch im Sahih Muslim, noch ist in den vier Sunan, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai, Ibn Majah, auch nicht im Musnad von Ahmad, auch nicht in der Muwatta von Malik. Das sind eigentlich so die wichtigsten acht Bücher der Ahadith. Einer der Muhaddithun, der Hadith-Gelehrten, Sheikh Abdurrahman, Abdurrazzaq al-Dimashqi, er sagte, dass meistens, wenn du einen Hadith nicht in diesen Büchern findest, sondern in zweitrangigen Quellen, dann ist es oft nicht authentisch. Also da muss man intensiver nachprüfen. Im Gegensatz zu den Ahadith, die in den Sahihain vorkommen, da musst du nicht nachprüfen. Die Ahadith, die im Bukhari und Muslim vorhanden sind, die musst du nicht nachprüfen. Die sind authentisch. Besonders die Bukhari und Muslim beide überliefern. Es kann sein, dass es gibt sehr wenige Ahadith im Bukhari und Muslim, die manche der immer kritisiert haben. Aber das ist nicht ausschlaggebend für den Muslim, also kann die umsetzen. Auch die Ahadith in den Sunan, bei Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai und Majah, die Ahadith, die über die Handlungen handeln, über die Praxen, ja, über die Praxis des Muslims, auch die kannst du einfach umsetzen. Außer Abu Dawud oder Tirmidhi erwähnen, dass dies nicht sahih ist. Dieser Hadith ist nicht authentisch. Abu Dawud macht das oft. Er sagt, oder At-Tirmidhi auch. At-Tirmidhi, wenn ein Hadith erwähnt, sagt er manchmal danach, Laysa hadha al-Hadith bil-Qawi, dieser Hadith, oder Laysa Isnadu bil-Qawi, sein Isnad ist nicht stark. Der Isnad, die Überlieferungskette dieses Hadith, ist nicht stark. Wie in dem Hadith, den ich eben erwähnt hatte, der Hadith von Zayd ibn Arqam über das Versprechen. Wenn der Mann etwas verspricht, und er hatte die Absicht, sein Versprechen einzuhalten, er hat es dann nicht getan. Nachdem Tirmidhi diesen Hadith überliefert, sagte er, Laysa Isnadu bil-Qawi. Der Isnad dieses Hadith ist nicht authentisch. Aber wenn sie über einen Hadith schweigen, ja, Abu Dawud und Tirmidhi, über ihn schweigen oder sagen, das ist ein guter Hadith, wie es Tirmidhi oft macht, oder Isnadu sahih, kannst du auch danach handeln. Und die Aussage mancher Zeitgenossen heute zählt nicht, die sagen, die behaupten, Tirmidhi sei leichtfertig. Tirmidhi mutasahil. Tirmidhi sei leichtfertig im Umgang mit dem Ahadith, also er sei leichtfertig im Tashih. Diese Aussage ist nicht akzeptabel. Yani, Tirmidhi hat Tirmidhi und seine Shuyukh und diese ganzen Hadith-Gelehrten, die bekannten Hadith-Gelehrten, Muslim, Bukhari, Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Nasai, Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, Yahya ibn al-Madini, Ibn Ma'in, diese ganze Klasse im 2. und 3. Jahrhundert haben die größten Berge des Hadith gelebt. Ja? Unter ihnen auch Tirmidhi anwesend. Ist es akzeptabel, dass man im 2. Jahrhundert, im 3., im 4., im 5., im 6. Jahrhundert über Tirmidhi schweigt und im 7. Jahrhundert kommt dann jemand und sagt, und ab hier hat sich dann diese Aussage angefangen zu verbreiten, dass Tirmidhi leichtfertig sei im Hadith. Das ist nicht akzeptabel. Sahih? Das ist nicht akzeptabel. Diese immer aus dem 2. und 3. Jahrhundert, über die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat da bezeugt, dass sie überlegener und besser sind als die, die nach ihnen kommen. Sahih? Wer hat für dich gesprochen oder für deinen Sheikh? Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Thauban, Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Die vorzüglichste und vortrefflichste aller Generationen, das ist meine Generation und die, die nach ihr kommt und die, die nach ihr kommt. Ja, diese Eimer sind hier.